begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Zurzeit lese ich in einer Biografie eines KZ-Überlebenden. So viel Unheil hat dieser Mensch gesehen im Konzentrationslager Auschwitz. Er hat es Gott sei Dank überlebt. Aber er hat viele gesehen, die er hinterher nie wieder gesehen hat, die diesen Terror, diese Hölle nicht überlebt haben. Im Lukas-Evangelium wird vom Simeon berichtet: Meine Augen haben das Heil gesehen. Was sehen unsere Augen alles für Unheil? In unserer Welt, in unserer Umgebung. Schlimmste Dinge haben Menschen gesehen, müssen mit ihnen leben, müssen sie verarbeiten. Und da ist dieses Wort, dass dieser greise Simeon in Jesus das Heil erkannt hat. Wo schauen wir hin? Was gucken wir uns an? Sehen wir Dinge, die uns zum Heil dienen, die uns Heilung schenken und Heil machen wollen? Es lohnt sich, dieses Wort des heiligen Simeon zu ventilieren, in sich zu tragen, zu meditieren und zu fragen, wo wende ich meinen Blick hin und wovon wende ich meinen Blick ab? Manchmal tut es auch gut, das Unheil anderer Menschen zu sehen, nicht um sich daran zu bereichern, sondern um ihnen Heil schenken zu können. Und vielleicht begegnet uns manchmal in einer Situation, wo wir Unheil sehen, genau der, von dem all unser Heil kommt, der uns Heilung und Heil schenken möchte, nämlich der Herr selbst. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, in deiner guten Welt gibt es so viel Schrecken und Unheil zu allen Zeiten der Menschheit. Doch du sprichst das Wort des Lebens in diese Welt hinein und wer dich betrachtet, der erfährt das Heil. Schenke uns eine ruhige Nacht und lenke unseren Blick morgen auf das Heilige, auf Heilendes, damit auch wir zu Menschen werden können, die anderen, die in Unheil leben, Heil bringen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.